Wo kommt sie her? Aus Deutschland, aus der Nähe von Frankfurt, Mainz. Mhm. Warum seid ihr in Wien? Wegen dem Taylor Swift-Konzert. Guys, where are you from? Spain. We're from Manchester, England. From the US, from Connecticut. Ihr kommt aus Deutschland nach Wien. Mhm. Wofür genau? Fürs Taylor Swift-Konzert. Obwohl wir auch so schon immer regelmäßig mal in Wien waren, weil wir auch Familie hier haben. Aber größtenteils war jetzt Taylor Swift die Motivation. Why did you come to Vienna to see Taylor Swift? We just couldn't get tickets for anywhere else. This was the only place we could get tickets for. We didn't get tickets for Madrid. And we searched another place where we could get tickets and it was Vienna, where we got the codes. Und wie war die Gefühlslage direkt danach? Habt ihr noch einen härteren Drink bestellt oder direkt nach Hause? Wir haben Freigetränk bekommen dann. Yeah. Ja, die Stimmung war ganz schön niedergeschlagen. Yeah. How did the news get broken to you? Well, we found out on the plane actually. So we were just taking off and then we got the news that there was like a terrorist attack. We didn't really know what was going on, so we were terrified on the plane for like 2 hours. We couldn't, had no internet, didn't know what we were doing. And then as soon as we landed, we found out that the concerts were cancelled, and it was just horrible. The US tickets are kind of crazy, and then also I have relatives here, so it was, she's made from it here, and she brought me here. So yeah, we'd save. We'd probably save money because the ticket prices there were going upwards from like thousands of dollars. So yeah, even just for like the seats that we got here. Wir hatten ja jetzt auch lange die Tickets. Also da habe ich meiner Mutter auch die Playlist geschickt, um sich irgendwie auf die Setlist vorzubereiten und das alles mal zu hören. Yeah. Und da entwickelt sich einfach lange auch die Vorfreude, wenn man schon über ein Jahr die Tickets dafür hat. Are you gonna make a vacation out of this or are you just gonna try to get back as soon as possible? No, we came for 4 days. So we're staying. Like, yeah, We said like, we're really upset obviously, but as long as everyone's safe, like, it's a beautiful country, we might as well explore, you know? We've never been here before, so, you know, why waste the trip? Yeah, I suppose. Yeah, exactly, exactly. Bleiben jetzt bis Sonntag. Es ist doch so oder so. Ja, schön, aber es ist trotzdem, ich finde es sehr enttäuschend. Ja. Weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt dann nochmal so. Ich habe mich halt so gefreut. Das war so unser Event und wir haben das ganze Jahr hingefiebert und Kleidung gekauft und alles. Es ist einfach traurig. Ja. Wir sind bis Samstag hier und wir machen jetzt das Beste draus und lassen uns das nicht davon kaputt machen. Haben jetzt ganz viel zusätzliche Sachen rausgesucht, die wir noch machen wollen. Ja. Es gibt viele Entschädigungsangebote von Restaurants, Bars oder anderen Lokalitäten. Hier zum Beispiel gibt es gratis Prosecco für jeden, der sein Taylor Swift-Ticket vorzeigt. Es ist schade für alle, wir haben es gehört, wir haben mit den Leuten gesprochen. Hoffentlich wird es für die meisten nicht das letzte Mal gewesen sein. Kopf hoch und shake it off.